Ihr Lieben, Neuigkeiten von The Fischer Online. Die Italien-Map ist draußen. Auch wenn es sich gerade nicht ganz so anfühlt hier mit Dauerregen. Morgens hier um 16:30. Ja, das ist die Italien-Map. Der Mond, ist das der Mond? Müsste der Mond sein. Geht gerade unter. Es ist morgens, wie gesagt, 16:30. Ich hatte in der Nacht schon mal zwei Routen reingeschmissen. Und die nächste bestücken wir gleich auch noch. Und das hier ist quasi das Startgebiet. Oder hier spawnt man, hier startet man. Und das hier ist vielleicht noch nicht wirklich groß ausgezeichnet, aber das hier ist der Shop. Und hier im Shop fällt dem geübten Auge sofort etwas auf. Hier ist so ein Gewürm und da oben am Ende ist nochmal so eine Art, keine Ahnung, 1000-Füßler, kunterbunt Gewürm. Ette hier. Und hier ist so ein, wie nennt es sich? So ein, Ein Kalmar. Jetzt ist es mir eingefallen. Oder sowas ist das, ne? Genau. Also, diese drei Köder sind neu. Natürlich direkt gekauft. Ran damit. Und auch schon in der letzten Nacht, also, was haben wir heute für den Tag? Also am, morgens früh, 3.10. schon in der Nacht, schon mal probiert und ein bisschen getestet. Und es gibt natürlich hier auch schon, beziehungsweise gucken wir mal erst mal rein. Es gibt verschiedene neue Fische hier an diesem Gewässer. Es gibt die Barbe, Barbus plebeius, keine Ahnung, irgendwie etwas kleineres Barbenvieh. Mullet Zingli, keine Ahnung, was das ist. Mullet Black. Seabass. Also es gibt auf jeden Fall neue Fische. Ich habe noch nicht wirklich viel hier gefangen. Und was mir als erstes aufgefallen ist, die Frequenz, die Fangfrequenz ist deutlich geringer bisher als an den anderen Gewässern. Gucken wir mal, ob das... Ach, guck mal, der Aal. Ist mir gestern Abend noch gar nicht aufgefallen. Stimmt, Aalangeln wäre auch eine Möglichkeit. Gold Crucian, also Karauschen sind hier. Und es bimmelt mal wieder. Und Mullet Pillengas. keine Ahnung, was das alles ist. Ich ziehe auf jeden Fall nochmal ein bisschen was raus hier. Ich habe hier an der ersten Route... Ey, das ist aber praktisch. Das dauert relativ lang, bis hier was beißt. Ich habe hier mal Muschelfleisch dran geschmissen. Einfach mal, um zu gucken, was geht. Kämpft schön, ruckelt gut. Zack. Ich finde, die Bewegungen sind irgendwie relativ... Also sind die flüssiger geworden? Irgendwie fühlt es sich flüssiger an. Auch wenn die Fische so... Da, dieses Zucken und das Kämpfen. Fühlt sich richtig gut an. Was jetzt hier auffällt, es sind einige Texturen der Fische, so wie jetzt hier gerade, noch nicht da. Genau, von der Barbe zum Beispiel weder ein Bild, noch eine Schwimmtextur von dem Fisch und ähnliches. Das nicht, allerdings hier im Kescher ist der Fisch drin. Und ich sag mal, das sind so vielleicht die beiden wichtigsten Fische. Da schauen wir auch mal direkt, was die so preislich bringen. Ist ja auch immer wichtig. Genau, da haben wir es. Ja, geht so, würde ich sagen. Ne? Geht so. Also für einen normal großen Fisch, gerade mal maßigen Fisch, sind so 2-3 Silber nicht wahnsinnig groß. Dafür, dass man jetzt einen relativ teuren Köder verwendet, ist das nicht wahnsinnig viel. Also, das Muschelding werfen wir nochmal direkt raus. Ich hatte auch schon Bisse gestern hier auf dem Käseboili. Der hat auch schon funktioniert.
Und hier hatte ich jetzt zuletzt den Kalmar dran. Den nehmen wir nochmal runter. Und da es hier große Wälse gibt, hadere ich ein wenig. Also ich habe diese Köder hier allesamt schon stundenlang in der letzten Nacht verwendet und getestet. Da hat nichts drauf gebissen. Jetzt beißt hier sofort wieder was gerade. Ich habe eine Trophy gefangen auf dem Gummiwurm. Ich nehme mal den Nightcrawler. Einen fetten Tauwurm, werf den mal raus. Gucken wir mal, ob da was geht. Ja, schon da. Oh, oh, oh. Jawohl. Gerade noch angekündigt, hier auf dem Käsebräuli geht was. Der liegt allerdings hier tatsächlich auch schon mindestens mal 15 Minuten im Wasser. Also hier war jetzt wirklich lange Zeit nichts. Ingame-Zeit würde ich sagen. Puh, keine Ahnung. 4 Stunden. Also schon relativ lang jetzt gerade. Gucken wir mal, was da dran ist. Hat ein bisschen Gewicht. Ein Wels hatte ich hier schon gezogen. Wie gesagt, auch eine Trophy. Da gucken wir gleich nochmal eben rein. Aber das sieht aus wie eine, ja, wieder eine Barbe wahrscheinlich. Ah, eine große Barbe. Sehr schön. 9 Kilo. XP sind nicht berauschend. Nein, wahrlich nicht berauschend. 49 XP für einen großen seiner Art? Ne. Nicht berauschend. Gucken wir gerade nochmal eben rein. Achso, Quests, wie sehen die aus? Sind noch nicht mit implementiert, alles noch auf Russisch. Aber es ist ja auch, wie gesagt, ganz frisch. Dann gucken wir gerade nochmal in die Rekorde nach Location. Da haben wir den Koglu und wir brauchen den Po. Da ist er, Italy. Ah, da wurde er schon gefangen, auf Jig, okay. Auf Jig, dann werde ich gleich nochmal ein bisschen rumjiggen hier. Auf dem großen 25er sogar, okay. Was ich mir für die Map noch wünsche, wäre verschiedene Anlegepositionen. Wir fahren gleich nochmal mit dem Boot ein bisschen rauf und runter. Genau, hier hatte ich diese Plebius, hocke ich genau vor, diese Barbe gefangen. Da ist das Vieh hier. Mit 10,2 als Rare Size. Also das ist tatsächlich schon unnormal groß gewesen. Also nicht nur erster Fisch in einer gewissen Größe dann als Trophy gefangen, sondern tatsächlich schon von der Größe auch verdammt groß auf diesen Gummiwurm. Das ist doch schon mal gut. Gehen wir nochmal eben nach Location. Auf Jig. Auf Muschel. Guck mal hier. Tatsächlich wurde schon eine gefangen mit 16 Kilo. Na dann bin ich ja mal gespannt. Und ein Catfish tatsächlich auch. Ein Wels, das ist cool. Das ist auch neu an dem Gewässer. War an den anderen Gewässern auch noch nicht. Catfish mit 72 Kilo. Wow. Finde ich gut. Finde ich gut soweit. Also. Den Nightcrawler lassen wir dran. Ich glaube, ich nehme mal hier auf A2 den Boilie runter. Und dann testen wir gleich nochmal ein bisschen Jig. Also, gesagt, getan. Nehmen wir hier die Spinning-Route raus. Ballern hier einfach mal hin. In diese Richtung endet das Gewässer relativ schnell. Wir machen da gleich mal eine Kurve, fahren da kurz dran vorbei. In diese Richtung öffnet es sich noch. Wahnsinnig, da geht noch einiges. Man sieht da hinten gerade so ein bisschen die Brücke gerade so ein bisschen durchscheinen hinterm Gestrüpp. Hinter der Brücke geht es noch ein ganzes Stück weiter. Die Map ist noch nicht da. Die Map kommt noch. Map Design, das hier ist neu. Sehe ich gerade hier unten. Da hat sich ein bisschen was getan. Aber wir testen erstmal noch hier vom Start. Machen wir mal Einholgeschwindigkeit. Machen wir mal 50, relativ schnell. Und dann gleich nochmal langsamer. Und jetzt kommt hier schon direkt diese Jig-Führung. Einfach nur einholen und rechte Maustaste. Zack. Und zack. Und zack. Ich teste mal so 2-3 Mal. Vielleicht geht ja hier gerade
zufällig was dran. Und dann werfen das Ganze nochmal aus mit... Machen wir mal 30, relativ langsam. Das müsste jetzt mit der Strömung sein, wenn mich nicht alles täuscht. Auf Fliege habe ich auch schon was gefangen. Döbel sind da drauf eingestiegen. Wobei auch diese kleinere Barbenart, die ist da auch mit reingegangen. Ja, das mit dem Jiggen funktioniert ja auch in Finnland ganz gut, aber dann auch eher so an diesen tieferen Stellen. Und dann machen wir nochmal raus und ganz langsam. Oh, da bibbelt's. Jawohl. Ja. Wieder auf der Muschel. Aber auch hier. Nö. Nichts Großes. Nichts Großes. Es hat ja jetzt für die Map, ich sag mal so, rund 2 Wochen gab es ja jetzt keine News, ne? 10 Tage, 2 Wochen. Also nur kleinere Veränderungen hat man gesehen. Keine wirklichen Patch-Notes. Genau. Zack, wieder eine Barbe mit 3 Kilo. Ich packe das jetzt hier nochmal eben ein. In beiden Varianten, also auch hier mit dem Tauwurm. Dass wir uns dann gleich nach dem Durchziehen hier vom Jig dann ins Boot setzen können direkt. Oh, hat sich da jetzt gerade was verhakt? Ich glaube ja. Hat gerade so kurz geruckt. Tatsache. Beim Reinziehen, so ein gieriger kleiner Barsch, Alter. So ein gieriger kleiner Barsch. Du Lümmel, ey. Geiles Ding. Beim Reinziehen, das ist geil, ey. So, jetzt hatten wir ja gesagt, hier machen wir jetzt relativ langsam. Wobei das, glaube ich, fürs Ziehen mit der Strömung... ...der schon zu langsam. Ne, da machen wir mal Minimum mal so auf 20. Gucken wir mal. Das muss ja so ein bisschen auch wieder... Ja, jetzt so geht es, glaube ich. Relativ langsames Jiggen. Aber tatsächlich mit der Strömung funktioniert es. Man kommt so noch hier in die Jig-Führung rein. Das ist soweit okay. Naja, aber jetzt hier vorne. Wobei, auch in dem Game, auch hier vorne kann durchaus nochmal, hoppala, nein, kann durchaus nochmal was beißen. Die ziehen wir jetzt mal eben rein. Jetzt kommt der Biss. Max Speed. Bam, bam, bam. Okay, kommt nichts mehr. So, einpacken, ab ins Boot. Ab ins Boot. Es gibt, beziehungsweise, genau, jetzt haben wir hier gerade Sonnenaufgang. Perfekt. Perfekt, wie es hier so durch die Bäume durchglitzert. Sehr, sehr geil. Und hier vorne gibt es 2 so Spots, wo man sich hinstellen kann. Hier einmal die Position, auch so ein bisschen schön versteckt. Das Auswerfen stelle ich mir hier lustig vor mit den Bäumen oben drüber. Aber hier vertüdelt ja zum Glück nichts. Und hier habe ich dann in der letzten Nacht geangelt. Und habe einfach hier so grob in die Richtung geworfen. Und da dann tatsächlich auch die Trophy gefangen auf diesem Gummifisch. Und hier vorne endet es dann an dieser kleinen Mauer. Da ist dann wirklich dicht. In die andere Richtung kann man dann nicht laufen. Aber das wäre jetzt hier eine Position, wenn man sagt, okay, man will jetzt nicht zwingend mit dem Boot rumfahren, kann man eben von hier aus ganz gut angeln. Ich bin echt gespannt, wie es dann aussieht mit der Map, wie dann die Tiefen eingezeichnet sind, wo dann die ganzen verschiedenen Tiefen sind. Oder die ganzen verschiedenen Gewässerkanten. Hocken wir uns mal rein. Zack.
Ist die Animation mit den Knien hier neu? Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich vermute es gerade. Oder ist es mir vorher nie aufgefallen, weil man einfach immer so sitzt? Naja, düsen wir los. Machen wir es nicht ganz so nervig laut. Also, drehen wir hier mal eine kurze Runde. Richtig schön hier mit den Kalkfelsen gemacht. Ja, ich bin gespannt, wie die Tiefen dann aussehen. Auf der anderen Seite hier sieht man eine betonierte Mauer. Komplett, so eine Kaimauer. Die zieht sich hier so lang. Also schon auch ein Gewässer, was ein wenig kanalisiert ist. Begrenzt ist. Und hier drehe ich jetzt aber auch gleich schon rum. In dem Bereich, wo hier dieser Übergang ist zwischen dem Grünen und wieder dieser Steilwand, hier ist dann auch die Grenze. Hoppala. Also da geht es jetzt nicht ewig weiter. Genau. Ja, oder hier, wo das Büschchen ist in der Mitte, ne? Ich dachte hier vorne, wo das braun ist, da kann man noch hin. Da kann man, dass man da aussteigen kann. Im Moment noch nicht. Ist noch nicht vorgesehen. Da ist gleich einfach eine Mauer, eine unsichtbare. Und dann ist da Sense. Wäre schön, wenn man sich da noch hinstellen könnte. Sonst wäre es ja auch ein bisschen wenig. Und überall mit dem Boot irgendwie zu angeln, fände ich auch ein bisschen schade. Weil man ja bisher auch die Angelrouten noch nirgendwo abstellen kann. Also, ich bretter mal durch. Und da hinten an der Brücke, da schalten wir dann gleich wieder ein. So, jetzt sind wir hier kurz vor der Brücke angekommen. Rechts hier oben auch wieder alles so Kalkfelsen. Hier vorne sind die beiden Spots. Und dann ist hier auch alles wieder relativ steil. Keine Möglichkeit hier irgendwie anzulanden. Und hier in dem Bereich, genau, jetzt sind wir hier unter der Brücke. Hallo. Hat sogar Echo hier unter der Brücke. Düsen wir mal eben hier. Genau, hier war so eine kleine Insel. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass man da drauf kann. Wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das wäre gut, ey. Das wäre richtig gut, dass man hier an diesem Seitenarm, dass man hier, genau, also es sieht ja schon fast so aus, ne? Leider, wenn man jetzt hier drauf anlandet, also ich könnte jetzt nicht vom Boot aus aussteigen. Also es wäre schon schön, also wenn man auch nicht jetzt vielleicht an dieser Seite vom Ufer dann raus kann, aber hier, das wäre schon echt wünschenswert. Und dann öffnet sich das hier richtig weit nochmal. Also wirklich von hier links sehr weit bis hier in diesem Bereich. Und dann geht es hier rüber. Nochmal eine kleine Insel. Das war jetzt hier die andere Seite. Wir waren jetzt hier rechts dran. Links kann man natürlich auch nochmal vorbei. Sehr, sehr breit. Und dann kommt hier in der Mitte nochmal eine größere Insel. Richtig geil. Wie gesagt, auch wenn man hier nicht unbedingt dran kann, wobei das sieht hier schon wieder so aus, ne? Wünschenswert wäre es doch schon, ne? Wenn man einfach überall, hoppala, und da sind wir, hier sind wir am Ende. Hart in die Kurve gehen. Übrigens, die Steuerung vom Boot fühlt sich besser an, ne? Es war eine Zeit lang so, dass sobald das Boot in die Kurve ging hier, Links-Rechts-Bewegung, das regelrecht stockte. Es ist immer stehen geblieben und hat sich so rumgedreht. Aber hier zu angeln, Leute, ey, hier muss man doch angeln können. Auch wenn es dann tricky wird, weil die Fische halt weit abhauen könnten. Wäre doch richtig, richtig geil, ey. Und wie gesagt, gerade auch hier, keine Ahnung, wie tief es ist, wie tief die Untiefen oder wie tief es runtergeht hier. Ich mache einfach meinen Motor aus. Brrr, abgestellt. Und ich werfe nochmal die Jig-Route raus hier. Zieh mal nochmal durch. Allerdings nochmal langsam, machen wir mal so mit 25 hier, absinken lassen. Hier sagt er jetzt gerade nicht, wie tief. Das sagt er dann ja beim Grundangeln. Ah, dieser eine neue, oh, ich glaube, ja, da ist was dran, aber was Kleines.
Wie gesagt, also gestern Nacht richtig hoch war die Bissfrequenz nicht. Also im Vergleich zu den anderen. Oh. Alter! Large Mullet, Alter! Singli. Singel. Singil. Alter, mega! Mullet gefangen, was auch immer. Aber XP sind gut. Texturen sind mega. Voll der Psycho-Fisch. Richtig abgefahrenes. Geiles Ding. Geiles Ding. Aber fühlte sich... Hat nicht hart gekämpft. Wahrscheinlich sind da die, die Animationen und so... Also Texturen war ja offensichtlich, dass die nicht da sind. Aber auch die Animationen und so noch alle nicht richtig fertig. Ach so. Das ist er. Ah, okay. So was Kleines, Silbriges. 800 Gramm zählt dann schon als groß, okay? Dieser eine, der sah so riesig. Oh ja, der sah so riesig aus. Und hatte so ein bisschen rötliche Färbung. Den würde ich ja auch gern fangen. Aber immerhin waren schon. Also war schon diese Fischanimation. Da ist schon wieder so ein Vieh. Alter. Ja, das ist aber nicht schlecht, ey. Jeder Wurf ein Biss kann so bleiben. Zack. 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 Also ich finde, es fühlt sich mittlerweile deutlich besser an, auch, weil es physikalisch irgendwie richtiger, zack, genau, sowas. Also diese Bewegung, das Ruckeln jetzt so ein kleines Ruckeln vom Fisch, die Bewegung der Rute. Es gab ja dieses Handbewegungs-Update, das jetzt hier alles. Also ich finde, das sieht alles, das fühlt sich genau so an. Das ist jetzt nicht irgendwie so hakelig oder komische Handbewegung. Das ist alles behoben. Aber das ist ja auch schon ein bisschen länger. Oh. Oh! Alter! Machen wir mal ein Foto von, ey. 3 Kilo, das ist doch ein fettes Vieh. Jetzt hauen wir mal da in die Richtung raus. Es ist schon sehr grell, ne? Eine Gamma rein. Gucken wir mal. Ziehen wir nochmal einmal durch und dann geht's ein Stückchen wieder zurück. Aber sehr geil, jetzt wo ich gerade so überlege, man könnte schön auf Aal in der Nacht auch wieder gehen. Das heißt, man hat das zweite Gewässer mit der Möglichkeit auf Aal. Frankreich und jetzt hier Italien. Wer hat den längsten Aal? Immer wichtig, die Franzosen oder die Italiener. Muss man wissen. So, packen wir wieder ein. Beziehungsweise, nope. Wir nutzen nochmal die Chance. Und hauen hier einfach mal einen kleinen Wobbler rein. Motor an. Und ziehen hier mal so ein bisschen langsamer. Ziehen wir jetzt einfach mal hier durch. Zack, und ziehen ihn auch rein. Auch hier springen die Fische, sehr gut. Farblich finde ich das auch sehr schön gemacht. Hier mit so leichten Gelbtönen und sowas, sieht alles sehr gut aus. Gerade diese warmen Töne, ne, für Italien dann halt schön, dass man dann denkt, alles klar, verdammt, ist mir hier heiß. Wirkt halt irgendwie geiler. Ist schon genau richtig gemacht, also für die Atmosphäre genau richtig. So, brettern wir nochmal hier durch. Alter, ich stehe bei 40 Grad im Schatten. Sonnenstich auf dem Wasser.
Ja, und jetzt heißt es auch hier natürlich für uns wieder jetzt zum Testen. Köder schon mal testen. Köder testen, Köder testen, Köder testen. Dass wir dann natürlich schon ein paar Infos geben können. Sobald das Game draußen ist. Wann oder mit welchem Köder man halt am besten fängt. Auch so eine Stelle für Aal wahrscheinlich hier, ne? Schön verschilft. Jetzt kommen wir hier gerade, das ist ja jetzt hier die andere Seite von der Insel. Auch hier, das wäre geil, wenn man da jetzt anlegen könnte. Perfekt, ey. Perfekt. Oder hier einfach irgendwo. Ich hoffe, das kommt mit rein, ey. Oder dann bei einem Boot, vielleicht kann man sich ja irgendwann ein Boot kaufen, mit Halterungen dran. Dass man dann einfach überall hinfahren kann. So, fahren wir nochmal hier schön unter der Brücke durch. Hallo. Das macht ja geil, ne? Unter so einer Brücke, wie das Echo ist. Hallo. Mega, ey. Ich glaube, das ist was dran. Jawohl. Hat ein wenig gehakt. Und nicht ganz so schnell fahren. Gucken wir mal, was da noch drauf eingestiegen ist. Und? Ah, genau. Rapfen sind ja auch noch hier. Ja, geil. Sehr schön. So, ich werde mir noch diesen Fisch hier suchen. Den, anderen Mullet. Pillengas. Den Pillengas-Mullet. Mit der rötlichen Färbung. Das finde ich auch ganz schick. Und den Kollegen hier, den habe ich auch noch nirgendwo gesehen. Da muss ich auch noch mal ran. Da werde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran rumtesten und ausprobieren. Und ja, dann gucken wir mal, was da so geht. Das allerdings dann, ja, ich würde sagen, nach dem Video. Wir verkaufen nochmal eben die Fische. Was bringen die an Silber? Das ist ja auch wichtig. So eine vernünftige Barbe mit 9 Kilo 12 Silber. Es ist relativ wenig. Aber für eine gewisse Langzeitmotivation ist ja auch zu viel Geld. Auch irgendwann ein bisschen langweilig. Man muss ja auch ein Ziel haben und man muss sich das ja irgendwie erarbeiten. Deswegen so ganz schlimm finde ich es nicht. Eigentlich relativ fair noch. Bisschen wenig vom Gefühl, aber fair. Weil es halt ein blauer Fisch ist, ne? Das heißt, die blauen, die könnten ja schon ein bisschen mehr dann bringen. Wobei auch hier deutlicher Unterschied, ne? Der kleine Barsch maßig bringt gerade mal, ja, nicht mal ein Silber. Und dann der große 3 Silber. Ist doch fair. So. Verkaufen. Kratsching. Und weiter angeln. Neue Fische suchen.